Wie heißen Sie herzlich willkommen zum Länderspiel und sagen Ihnen alles, was Sie wissen müssen. Frank Buschmann und Manni Beuken. Also diese beiden, Frank, gleich geht's los, übrigens, sind absolut gleich. Ja, also ich würde hier keinen Favoriten benennen wollen. Alles möglich. Die Atmosphäre hier im Stadion ist klasse. Spannung ist riesig. Das Spiel, es kann beginnen. Schweinsteiger am Ball. Das sieht aus wie Training. Perfekt. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Bisschen weit weg vom Tor, würde ich sagen. Ja, mit dem Fuß zu zielen, das ist schon verdammt schwer. Ribéry. Da freut sich der Trainer. Er will ihn haben, den Ball. Kriegt er ihn? Das ist es! Gutes Stellungsspiel hinten in der Abwehr, auch bei diesem Flankenball. Und da grätscht der Gegner hinein. Aus dem Einwurf könnte sich was entwickeln. Mesut Özil will die Kontrolle über den Ball nicht verlieren. Sich möglicherweise was. Jetzt schießt er und so, jetzt haben wir das erste Tor. Hoffentlich kommt noch ein paar dazu. Ribéry. Was für ein niedlicher kleiner Roller. Ja, das ist nicht die ganz große Aufgabe gewesen. Die Kollegen helfen ihm schon. Und nun Lukas Podolski. Stark gemacht. Das wird Abstoß geben, nachdem der Ball da über die Torauslinie fliegt. Ja, so kann es weitergehen. Jetzt aber! Und jetzt! Die Fans, sie freuen sich über solche präzisen Abwehraktionen. Und Achtung, genau hingeschaut. Bitte rein! Und weiter heißt es aufgepasst. Benzema. Und die Unterstützung gibt's auf der rechten Seite. Es muss Einwurf geben. Ribéry. Jetzt beeilt euch mal, da ist ein schöner Konter drin. Er versucht den Ball abzugrätschen.
Ein wunderschönes Zuspiel. Ja! Nimmt ihn mit dem Kopf. Dieses Tor, das muss er machen. Ja, aber die Frage bleibt, warum macht er den nicht? Philipp Lahm. Das könnte was werden. Achtung! Gehalten, aber noch heiß. Zweikampf auf die alte Art. Die Grätsche. Toni Kroos. Und sie sind nicht nur als Einheit stark, sondern auch die Einzelspieler machen da hinten einen ganz souveränen Eindruck. Benzema. Gut dazwischen gegangen, Bastian Schweinsteiger. Er ist wichtig für die Bayern. Ja, abgeblockt. Logisch, das muss Eckball geben. Schuss und... Evra. Wird der Trainer zufrieden sein nach dieser Abwehraktion? Benzema. Mesut Özil jetzt. Ein sehr schöner Pass. Schweinsteiger am Ball. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Jetzt ins Tor. Angriff auf den Gegner. Und jetzt ist er durch. Das nennt man wohl modernes Torwartspiel. Ja, perfekt. Das ist eine richtig gute Aktion. Ein Beleg für eine exzellente Torhüterleistung. Sicher in der Ballbehandlung. Ein lieber Mann, aus der Distanz abzuziehen. Da brauchst du Optimismus. Und der kommt genau an. Den hat er gut abgeblockt. 1:0, knappe Führung. Beide Mannschaften können noch was draus machen. Weggefallen ist sie, die Abtastphase, was immer das sein mag. Ein schnelles Tor, das war der Pep in diesem Spiel. Ja, und das macht natürlich die breite Brust. Das ist ganz klar. Wenn du das frühe Ding machst, dann trittst du ganz anders auf. Das Spiel läuft schon, nur die Zuschauer im Parc des Princes sind noch nicht vollzählig aus der Pause zurück. Exzellent, exzellent mitgespielt von Bastian Schweinsteiger. Normalerweise tut er viel für die Spieleröffnung, aber hier das, was ihn mittlerweile auch auszeichnet. Das Abfangen der gegnerischen Angriffe. Evra. Er grätscht hinein. Die Fans fragen sich, wie wird der Unparteiische entscheiden? Und jetzt wird's ganz gelb für die Deutschen. Oh, 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 jetzt darf er sich nichts mehr erlauben. Die Mannschaft braucht... Da stand er richtig gut, aber der Unparteiische entscheidet auf Handspiel. Und da sollte man es tunlichst vermeiden, einen Freistoß zu verursachen. Er hat ihn abgewehrt, aber nicht festgehalten. Marco Reus. Jetzt zieht er ab. Dieser Schuss war nicht von schlechten Eltern. Der Schiedsrichter entscheidet sofort auf Eckball. Das kann passieren, es war eine schöne Ecke, aber dann Ballbesitz für den Gegner. Er hat den Ball sofort verarbeitet, erstmal nur abgewehrt. Das ist gefährlich.
Den macht er nun wirklich ganz kläglich daneben. Und da ärgert sich natürlich vor allem der Passgeber. Der Trainer will und muss das Spiel noch mal in andere Bahnen lenken. Und das soll funktionieren mit einer Auswechslung. Aggressives Tackling. Benzema, du kannst gar nicht so schnell gucken. Und da steht er schon wieder richtig vor dem Tor. So sieht ein Pass aus. So, jetzt bin ich mal gespannt, was der Schiedsrichter macht. Eine gelbe Karte für ein wichtiges Spiel. Hei, 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 hei. Und das ausgerechnet gegen ihn. Er darf sich nichts mehr erlauben. Auf der anderen Seite, er ist so wichtig für die Mannschaft. Das Spiel ist unterbrochen. Es war Hand. Toni Kroos. Er könnte passen. Vorsicht, es ist noch nicht vorbei. Er trifft den Pfosten, aber Achtung. Das kann er, das macht er immer wieder gerne. Die Grätsche. Toll, wie er das macht. Und... und das macht er richtig gut. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Und da geht er vorbei. Aber der Pass war wunderbar. Der hat die Chance überhaupt erst möglich gemacht. Toni Kroos. Zunächst. Gut abgefangen hat er da den Ball. Super Pass, genau auf den Punkt, das bringt Gefahr. Und der Torwart darf jetzt abstoßen, nachdem der Ball ins Tor ausging. Da ist er wieder, der Spezialist für die Grätsche. Bis hierhin und nicht weiter. Sagt der Verteidiger. Gibt Einwurf. Das ist ja ein richtiges Arbeitsbeschaffungsprogramm. Drei neue Spieler in der Partie. Attacke mit Grätsche. Vorsicht. Ganz sicher hat er das gemacht. Das sieht gut aus. Das ist es! Souverän abgewehrt. Das kann der Schiri normalerweise nicht durchgehen lassen. Klasse, wie er da das Aufbauspiel des Gegners zerstört. Und jetzt stand vorbei der Konter. Was willst du machen? Da war die Hand im Spiel, abgepfiffen. Jetzt kriegen sie die Zahl der Fouls zu sehen. Ein Traumpass. Achtung, das gibt was. Und den hält er auch. Ich gehe jede Wette ein, dass der heute ohne Gegentreffer bleibt.
Und an ihm kommt heute keiner vorbei. Und da grätscht in den Gegner hinein. Jawohl, da hat er klären können. So, das ist nichts für Patienten mit Bluthochdruck. Benzema, abgewehrt, aber noch nicht geklärt. Das sieht gut aus. Sofort abgezogen und... Und Tor, und Tor, und Tor! Das hat man auch selten. Sie hören einfach nicht auf mit dem Toreschießen. Ja, und das ist, das sehen wir hier nochmal ganz deutlich, eine Zweiklassengeschichte heute hier, dieses Fußballspiel. Und schon wieder eine Grätsche. Miro Klose. Toni Kroos. Ja, da hilft ein Mannschaftskamerad aus. Ja, will er aus dieser Distanz etwa ein Tor schießen? Das war ein schöner Versuch. Er ist für seine Distanzschüsse bekannt, das wissen wir. Und wenn Sie ihm den Raum lassen, dann wird er das früher oder später ausnutzen. Da bin ich mir ganz sicher. Absolut. Und da müssen Sie natürlich dichter am Mann sein. Und er trifft! Also dieses Tor, das passt überhaupt nicht im Ordnung. Nee, vor allem passt das nicht zur glänzenden Leistung des Keepers bisher. Aber gut, sind wir ehrlich, Manni, du kannst auch nicht jeden halten. Also hier nochmal deutlich zu erkennen, damit konnte ja überhaupt niemand rechnen, dass er da abzieht. Was für eine Distanz. Rückpass zum Torhüter. Und vielleicht können sie mit dieser Ecke den Ausgleich schaffen. Die Fans ärgern sich. Der Gegner kriegt nach der Ecke sofort wieder den Ball. Ja! Ja, das hat er kommen sehen, als hätte er... Klares Foul. Es gibt Freistoß. Oh, jetzt muss er verdammt aufpassen. Jetzt hat er die gelbe Karte. Hoppla, jetzt darf er sich definitiv nichts mehr erlauben. Und er ist zu wichtig für diese Mannschaft. Jetzt ist er wirklich enttäuscht, wie weit dieser Ball über das Tor fliegt. Also überhaupt keine Frage, da muss er natürlich mehr draus machen. Aber wir reden über Druck und der ist da. Das wäre das zweite gewesen. Ja, kann ja noch kommen, aber das war eine gute Chance. Ich habe das Gefühl, der ein oder andere hier hat seine Nerven nicht wirklich im Griff. Jetzt haben wir das Endergebnis. 2:1. Da haben sich so ein paar profiliert. Sie haben gewonnen, dieses Freundschaftsspiel. Aber abhaken können sie es auch schnell. Ja, aber das tut natürlich gut für die kommenden Aufgaben. Und da geht der Kopf hoch, da geht die Brust raus. So, liebe Zuschauer, ich darf mich von Ihnen verabschieden. Nach dieser wunderbaren Fußballpartie, die wir gemeinsam gesehen haben. Mein Name ist Manni Breukmann. Auf Wiedersehen. Machen Sie es gut.